muss im Führerwim eine Blas gewesen sein. Weil sonst wär nicht die Sehnsucht so groß noch am Wein. Hat im Grunde genommen, meine Lieben, nichts mit diesen Testmotorrädern zu tun, aber mit dem Weinfassel, das wir uns als Deko genommen haben. Aber in Wirklichkeit geht es um zwei geile Husqvarnas. Witbillen 701, Svartbillen 701, die der liebe Zonko und der Faule für euch getestet haben. Zonko, kannst du Schwedisch? Jag älskar dig. Ja? Jag älskar dig mehr. Die Schweden unter euch werden es verstanden haben. Ich liebe dich und mehr, ne? Mehr. Aber ich meine, nicht nur die Schweden, sondern auch die, die das 401er-Video von uns gesehen haben. Falle. Jag älskar dig. Weißt du, wann das war? Vor 2 Jahren, hä? Na, vor ziemlich genau einem Jahr. Wirklich genau vor einem Jahr haben wir die kleinen Schwestern dieser 701er-Geräte getestet. Heißen eigentlich auch sehr ähnlich Witbillen 401, Svartbillen 401. Da kamen die beiden ziemlich gleichzeitig heraus, haben uns sehr taugt. Und jetzt endlich, muss man sagen, die Svartbillen 701 nachgereicht. Letztes Jahr hatten wir ja schon die Witbillen 701. Und ja, der liebe Zonko und ich, wir haben es jetzt einfach gegeneinander antreten lassen. Und einerseits hat sich, Entschuldigung, dass ich das gleich vorwegnehme, für mich bewahrheitet, dass die Sitzposition auf der Svartbillen, weil gemütlicher für mich, viel besser oder angenehmer ist. Aber ich war von der Witbillen auch wieder begeistert. Aber dir taugt ja die Witbillen sonst so mehr, oder? Mir taugt die Witbillen mehr, das muss ich sagen. Ich finde aber auch, dass du auf der großen Witbillen sitzt sehr entspannt. Also das hat zwar jetzt so fast Holmlenker, die Lenker gehen aus der Gabelbrücke raus, aber es sind tief angebrachte Lenker, aber ich finde nicht, dass das unbequem ist. Also ich bin 1,78, ich sitze auf dem Motorrad wie aufgegossen und habe wirklich nicht das Problem, dass ich mir denke, das ist ein bisschen unbequem. Tester, die Swartbillen für so einen Henker wie für die ist das natürlich viel bequemer. Bei mir ist es so, wenn ich umgestiegen bin von der Witbillen, bin ich dort fast oben gesessen wie auf einem Chopper. So ist mir das vorgekommen. Und man dachte, Habitäre, ist ja Wahnsinn. Ist eh wahnsinnig gut gefahren. Aber diese Witbillen 701, die hat halt so ein sportliches Signal, was mir wahnsinnig taugt. Und es ist nicht unbequem. Und das ist mir schon wichtig. Also ich muss mich dort jetzt nicht blogen, sondern ich fahre ganz normal damit und habe einen Riesenspaß. Finde ich eh auch. Also weil ich gesagt habe, auch die finde ich richtig leiwand, auch wenn ich die leiwander finde. Die Sitzposition ist klarerweise ein bisschen niedriger, der Lenker, aber ich habe es viel ärger in Erinnerung. Also irgendwie habe ich erwartet, bis nahe, da hänge ich jetzt drüber aufgespannt, wie nicht gescheit. Aber ist nicht der Fall, man kann auf der auch angenehm sitzen. Und was sie eben auch wahrscheinlich bedingt durch die gleiche Basis. Es ist ja nicht ganz so viel eigentlich geändert worden an der Svartbillen, gerade dass sie eben
optisch wie so ein Flat Tracker wirkt und nicht so ein bisschen Coffee Racer mäßig, wobei die Witbillen eh allein steht. Ja, da gibt es nichts zum Vergleichen. Da gibt es jetzt schon ein bisschen mehr Konkurrenz. Aber die Basis bei beiden einfach dermaßen spaßig und sportlich, dass wir beide uns, glaube ich, einig waren. Das ist ein Motorradl, das zwingt dich ein, einfach lustig fahren zu wollen. Also wir haben bei beiden, um es auf den Punkt zu bringen, die technischen Geschichten, den Einzylinder mit 692,7 Kubik, glaube ich, Viertakter, Ausgleichswelle, wenn mich nicht alles täuscht. Ein, nennen wir ihn, kultivierter Einzylinder, aber trotzdem noch die nötigen Vibrationen, die man braucht und schätzt, wenn man einen Einzylinder mag und wenn man eben spaßig fahren möchte. Der Nachteil ist, man kann es eigentlich kaum gemütlich fahren, weil wenn man auch einmal in einem falschen Gang ist, also in einem zu hohen Gang und dann wieder das Gas aufmacht, das hasst einfach. Aber das passiert ja beim spaßigen Fahren so und so nicht. Federelemente, wenn wir kurz ansprechen wollen, WP, eigentlich klar für KTM-Maschinen, man darf es glaube ich beim Namen nennen, 43er Gabeln, voll verstellbar, hinten Monofederbein. Ich muss dich ganz kurz unterbrechen, weil der Motor, meiner Meinung nach ist er extrem kultiviert für einen Einzylinder. Das ist wirklich ein Wahnsinn, wie rund und schön das läuft. Auch diese Leistungsabgabe, das taugt mir extrem. Und das, was du gesagt hast, mit dem jetzt das Gemütliche durchs Land fahren, dass das nicht geht, das geht schon. Nur darfst nicht zu untertourig fahren. Das ist das Problem. Also ich glaube, unterhalb von 3000 läuft er nicht wirklich super. Und da kannst du auch nicht super das Gas anlegen. Aber dadurch, dass ich diesen Motor so wahnsinnig schön spüre, fahre ich halt immer in so einem Drehzahlbereich bei 4000 Umdrehungen, wo ich jederzeit Gas geben kann und wo ich aber auch die Drehzahl konstant halten kann. Und dann kann ich durchaus auch da jetzt durch diese Weingärten fahren, auch wenn ich nicht fett bin. Und für die Zuschauer, die das nicht verstehen, fett ist in Österreich, wenn man besoffen ist. Aber da merken wir, wenn ich sage, du kannst nicht gemütlich fahren, bei mir ist der sportliche Bereich wohl schon da, wo du noch gemütlich fährst. Weil das ist bei mir dann schon eher das Sportliche, wo ich über diesen Drehzahlbereich bin. Ich tät ja, klar, ein Vierzylinder ist was anderes, den kannst du unten nudeln. Will die ja aber auch gar nicht, sondern die will einfach Spaß machen und Leistung habe ich noch nicht erwähnt. 75 PS aus einem Einzylinder bei 8.500 Touren, 72 Newtonmeter bei 6,57 Umdrehungen, beide gleich. Also da ist wirklich nichts geändert worden, nichts anders. Und da muss man sagen, das ist schon leiwand. Da spielst in einer Liga, die, ja, ich wiederhole mich, Funbikes, sind richtige Funbikes. Ja, und es hat einen wirklichen Druck. Also der Motor aus den Ecken aussieht, das hat einen echten Druck. Es ist wirklich, war echt angetan. Haben wir gedacht, na, tolles Statement. Und Sound, auch gut. Sound haben es auch beide. Wobei die Witbillen hat den originalen Husqvarna-Pickel drauf. Schaut auch leiwand aus. Ich glaube, die Swartbillen, dass der nicht original ist, der Agrapovic. Das ist ein Zubehör, klar, auch von KTM, die Husqvarna, die Powerparts, da gibt es eine Menge zum Nachbestellen. Klingen aber beide halt gut. Ich würde jetzt nicht sagen, dass der so viel besser klingt als die Witbillen. Auf der Swartbillen 701, Sitzhöhe 8,35 gegenüber 8,30. Das mit dem Sound stimmt natürlich, der ist wirklich super. Das Leiwandste ist ja gewesen, der Kuckinger, der als Kind immer da bei die Speedway-Rennen in Wiener Neustadt war. Wo noch Zuschauer waren, offensichtlich. Und ich meine, der Sound hat ihn total daran erinnert. Nicht? Und das ist schon was Würdiges. Er hat gesagt, wie wir beide da weggezogen sind, das hat ihn dermaßen an diesen Sound erinnert. Na, und was gibt es Schöneres? Und dabei, Faule, können wir beide an Dreck fahren. Sehr wurscht, der filmt das so gut, das ausschaut, das könnte man fahren. Aber was gibt es Besseres, als sozusagen, dass jemand, der sich mit Motorrädern ja überhaupt nicht auskennt, sagt, wie stepper die klingen so, das erinnert mich an die Jugend, an die Sportler, an die Orgen, an die Leiwanden. Habe ich technisch Bremsereien, war man auch nicht überrascht. Es ist eine Einzelscheibe an der Front, 320, vier Kolben von Brembo. Beißt ordentlich zu, wobei man aber auch hier jetzt, und da komme ich aufs echt leiwande Handling der beiden Dinger, sind ja wirklich leicht. 157 Kilo
Trockengewicht, gibt ja KTM nur an, 158,5. Also es sind 1,5 Kilo Unterschied, die du natürlich gar nicht spürst. KTM ist eine wirklich leibende Firma, nur die Angabe vom Trockengewicht, das geht mir samt Zager, weil das kannst du ja nie. Was das Trockengewicht ist, ohne Gabelöl, ohne Motoröl, aber keine Ahnung. Wir haben uns überlegt, 12 Liter Tanks, rechne 20 Kilo dazu, bist auf unter 180. Ja. Das ist schon sehr leicht und sehr gut. Es wäre halt viel lässiger, wenn sie das angeben würden. Das Gewicht mit 90% vollen Tank, wie sie die meisten jetzt machen. Dann würde man wissen, okay, das hat 178 Kilo. Und 157 klingt irrsinnig spektakulär, aber das ist ja nicht im Wirklichen. Wir könnten es auf die Personenwagen stellen, aber das ist auch, muss man auch sagen, das ist auch immer ein bisschen eine heikle Geschichte, weil das stimmt ja dann auch nicht irgendwie im Verhältnis. Theoretisch müsste es ja 50-50 haben, das passt. Ja, was haben wir noch? Ich wollte noch was, die Bereifung und vor allem die Reifendimension, das ist auch der Unterschied, abgesehen von dem höheren Lenker, der halt eine für mich gemütlichere oder noch gemütlichere Sitzposition bedingt. Wir haben hinten zwar die gleichen Dimensionen, 160, 60, 17, aber vorne behält die Wittbillen auch einen 17 Zöller, einen 120, 70, 17, also wie das üblich ist für die Straßenmotorradeln. Und da haben wir wirklich so einen ein bisschen flat-trackigen, wenn ich das so nennen darf, das Wort gibt es sicher nicht, aber wurscht, einen 18 Zöller, einen 110, 80, 18er. Und auch nämlich ein sehr, sehr lauerndes Dirt-Track-Profil, das mir und uns aber bei der Fahrerei überhaupt nicht gestört hat. Das ist ein Pirelli MT60 RS. Und da ist drauf Bridgestone, Badlegs, Hypersport, S21. Also der S21er Bridgestone. Und aber beide voll in Ordnung, keine Rutsche oder so, gell? Ja, nein, habe ich auch. Also das, bei dem habe ich es erwartet, bei der Wittbillen, dass das super in der Kurven liegen wird und einen guten Grip hat. Aber bei der Swartbillen, aber das ist eh so wie bei den Kleinen, wie wir die Kleinen verglichen haben. Es ist erstaunlich, wie gut dieser Reifen, der doch also ein bisschen so ein grobstolligeres Profil hat oder zumindest die Optik ist so, wie gut der auf der Straße performt. Das ist herrlich. Ich bin nur einmal, fällt mir ein, in Schräglage ein bisschen mit dem Hinterradweg, aber das war kein Neideckel. Also ich meine, das kannst du ja so und so, da kann ja der Reifen auch nichts dafür. Das interessiert mich. Hast du dann die Traktionskontrolle gemerkt? Ich muss sagen, ich vor allem merke ich die Traktionskontrolle auf der, weil es auch wirklich gut geht, beim Wheelen. Also wenn du wheelen willst, merkst du sofort, dass die Einfahrt, du hast auch das Lamperl da und man kann die Traktionskontrolle ausschalten. Das war natürlich sehr wichtig, das dann herauszufinden. Den untersten Knopf dieser drei Knöpfe, die du sozusagen bei den Armaturen bedienen kannst, den musst du länger drücken, dann steht, du sollst ihn sozusagen loslassen und dann ist dieses Lamperl der Traktionskontrollenfunktion immer eingeschaltet und die Traktionskontrolle daher abgeschaltet und dann geht das natürlich traumhaft zum Wild. Das ist ein Einzylinder, wiegt nicht viel, ist ein Traum, aber da kommen wir zu den Armaturen. Naja, also ja, ich weiß nicht, das ist schon schlecht ablesbar. Ich meine, ich glaube, ich habe schon ewig lang nichts anderes mehr gesagt, ach, das ist so schlecht. Nein, aber ich habe echt so TFT-Displays, die gut sind. Da wird hoffentlich bei den nächsten Generationen dann ein TFT kommen, weil das ist ja irgendwie so wunzig da. Die Schrift ist ja auch denkbar schlecht gewählt, so eine schlanke Schrift. Das ist, also ich sehe es schlecht, Drehzahlmesser digital. Ist aber wurscht, weil du ja auch gesagt hast, man spürt den Motor richtig gut, man braucht jetzt kein Drehzahlmesser. Ja, also mir ist das, ich kenne das natürlich, dass sich da irrsinnig viele Leute wahnsinnig aufregen über diese Armaturen und dass die angeblich so billig ausschauen und so und nicht gut ablesbar sind. Ich finde das irrsinnig stimmig zu dem Motorrad. Mir gefällt das. Mir gefällt das wirklich bei beiden. Und das mit dem Drehzahlmesser, das ist mir scheißegal bei dem Einzylinder, weil das wirklich spüre. Also den Motor, wer den nicht spürt, dann habe ich Ehre. Das hast du jetzt extrem schön gesagt. Also da werden sich die Korrekten jetzt ganz freuen über dich. Bravo, Zonko. Du bist so ein Piep. Aber was noch ist, ich meine, okay, die Ziffern sind relativ schlank, aber ich kann das immer ablesen, wie schnell ich bin. Also den Speed kann ich ablesen und der Rest ist mir scheißegal. Ja, gut, da dürftest echt noch viel bessere Augen haben als ich. Ich habe eine Gleitsichtbrille. Von wem, sag's jetzt aber nicht. Jedenfalls bei der Swartbillen ist es steiler, also mehr angestellt, damit man es, weil man gemütlicher hinten sitzt, da lehnt man mehr drüber. Da haben sie sich wiederum schon was gedacht. Zonko, gehen wir noch zur Optik, weil das ist halt dann wahrscheinlich die große Preisfrage, unter Anführungszeichen, weil es beide das gleiche kosten. In Deutschland zurzeit, wir
wollen eigentlich keine Preise erwähnen, aber wenn ich es mir dann einmal gemerkt habe, erwähne ich es schon. 10.200 Euro in Deutschland, 11.300 in Österreich, 12.400 Franken in der Schweiz. Ist nicht wenig, aber... 11.400 Franken, das ist eine echte Lawine, oder? Ja, na gut, das ist halt, die sind ja sonst so reicher. Aber darum geht es jetzt nicht und vor allem, sie kosten gleich viel, da gibt es ja keine Diskussion, welche man nehmen sollte, welche jetzt sozusagen günstiger wäre. Weißt du, warum das in der Schweiz im Vergleich jetzt so teuer ist? Weil in der Schweiz darfst du nur 100 km/h fahren, da strafen sie dir so. Und bis 100 km/h ist es konkurrenzlos. Du hast einfach den größten Spaß, richtig sportlichen Spaß bis 100 km/h. Und deswegen ist es in der Schweiz so teuer, weil es einfach das ultimative Gerät für die Schweiz ist. So wird es sein. Ja, vor allem habe ich das gut analysiert. Unfassbar, völliger Schwachsinn. Aber ich lasse es natürlich gelten und du hörst es ja jetzt eh nicht, was ich sage. Aber die beiden jetzt wirklich im Design... Ja, Gaskartek, man! Die beiden echt im Design-Check von meiner Warte aus. Ja, auch der Tank eigentlich der gleiche. Und wie ich sehe bei mir, schwarze Motorradeln stinken da schon ein bisschen ab. Ich hätte gerne die Witbillen mit dem höheren Lenker. Weil die Verkleidung taugt mir auch nicht so. Obwohl das Bobschi finde ich auch wieder leihend mit dieser Startnummern-Möglichkeit da auf der Seite. Beide haben was. Beide sind Leon und eben auch der Reifen schaut da richtig gut aus. Die Nummerntafellösung da hinten dran, über die reden wir uns lieber gar nicht mehr auf. Das taugt uns, glaube ich, beiden nicht, oder? Ja, aber das ist Heiztag. Das heißt, fast bei jedem zweiten Motorradl hast du eine Nummerntafellösung. Meine ist Sahne, die hätte es lieber dort hinten aus dem schlanken Heck, aber ich glaube, das kann man umbauen, oder? Das ist nicht schlimm. Ja, aber welche taugt da jetzt mehr? Kommen wir ein bisschen zum Punkt. Naja, die Witbillen 701, die finde ich, ja, die Formensprache, die sagt man halt hundertprozentig zu. Das ist eine unverkleidete Rennmaschine mit einem Einzylinder. Das finde ich ganz, ganz großartig, das ist wirklich stimmig. Ich habe zum Beispiel auch diese Magura HC1 Bremspumpen und Kupplungspumpen da drauf. Das ist was, wenn ich da drauf schaue, das taugt mir irrsinnig. Dort sind die Armaturen auch von Magura, aber diese HC1 Pumpen, die erinnern mich halt so an den Rennsport. Nein, das ist ein Traum. Das ist wirklich ein Traum. Das finde ich ganz lässig. Und bei der Maschine ist es so, die habe ich im ersten Ansatz, wie die gekommen ist, war ich fast ein bisschen enttäuscht. Wahrscheinlich wegen dieser komischen Maske vorn. Die sagt man nicht ganz zu. Ansonsten aber so diese Lenkerposition, die Sitzbank zum Beispiel, auch dieses angedeutete Nummernschütter auf der Seite, das finde ich alles richtig Weltklasse. Und trotzdem habe ich, wenn ich jetzt direkt von dieser 701 Witbillen umschaue auf die Swartbillen 701, habe ich ein bisschen das Gefühl, na, das ist so ein Gradmelder-Motorradl. Weißt du, so eine echte harte Abteilung fürs Militär. Voll durch den Gatsch, volle Granate, nicht? Das macht wahrscheinlich auch diese matte Optik ein bisschen aus. Aber ich bin dann gefahren, bin ich richtig gut damit. Und was mich zum Beispiel in keiner Weise gestört hat, sind diese längeren Federwege. Weil das zipft mir meistens auch, das zackt einen ein bisschen beim Bremsen. Das ist ein bisschen indifferenter. Das ist bei dem überhaupt nicht. Wobei, wir haben da 135 mm vorne hinten und da 150. Ist tatsächlich mehr und ist auch eh schon eigentlich ordentlich. Aber stimmt, vom Fahrtechnischen her war das eher auf präzisem Straßenniveau als so Offroad-mäßig, wie es das eigentlich beim sportlich-handlichen Radl für die Straße nicht braucht. Wobei, wie gesagt, so Flat-Tracker, die können ja auch ein bisschen offroaden. Ja, kleiner Tipp ans Bundesheer, weil du das erwähnt hast, vielleicht gleich einmal eine schöne Ladung von Husqvarna bestellen. Passt wirklich gut oder würde gut passen. Ja, jetzt taugt man das da auch wieder, weil das ist nur auf der rechten Seite, diese Startnummern-Tafel, Andeutung, links, das asymmetrische. Auf das stehe ich ja extrem. Also mir taugt die jetzt schon auch sehr. Aber ich glaube, Zonko, wir haben echt alles erwähnt und euch das hoffentlich gut beschrieben. Wer sie ein bisschen gemütlicher will, so wie ich, Swartbillen ist definitiv kein Fehler, absolutes Fanggerät. Die Witbillen aber trotzdem auch ein Sport-Spaß-Gerät, das einfach Laune macht beim Fahren. Und der Einzylinder, man muss es mögen und man muss sozusagen akzeptieren, dass man jetzt wirklich in der Stadt oder beim ganz, ganz gemütlichen Cruisen nicht so den, man kann es jetzt nicht so herumnudeln, man muss schon einen ordentlichen Strich ziehen. Und der Sattel
Ja, gell, da haben wir auch befunden. Der ist schon hart, aber das fällt mir beim Spaßfahren ja nicht so auf. Nur eben dann, wenn ich jetzt cruisen möchte, na, oh, das ist ein bisschen hart am Popschi, was der Beifahrer aber so und so völlig und nicht aber, aushalten wird, weil das ist so hart. Popschi ist, weil das ist ein Riesenpopsch, nicht? Das ist so gemein, unglaublich. So bemüht, dass man es nicht sieht, aber ja, du hast es doch gemerkt. Du, aber Fauli, eins möchte ich noch erwähnen, weil das eigentlich, das finde ich wirklich großartig und auch richtungsweisend, das sind diese Rücksitze. Die schauen ja aus, wie wenn es eine Abdeckung wäre. Also und das ist aber weich, ja. Ja, das ist toll. Also das haben sie wirklich super gemacht. Ich meine, es ist so weich, dass ich nicht drauf sitze. Aber zur Not passt, und da haben wir noch so ein Bürzerl. Also wir können jetzt stundenlang weiterreden über die ganzen Elemente, die auf jedem sind. Ja, jetzt kommen wir zum Schluss, oder? Wir könnten nämlich jetzt schon wieder zum Heiring gehen und unser Rebel aus. Oder sowieso. Müssen wir uns noch verabschieden, oder? Na, wir sagen einfach Tschüssi. Ciao. Ciao. Pali. Ich muss im früheren Leben ein Rehblas gewesen sein, weil sonst war nicht die Sehnsucht so groß noch am Wein.